Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir haben in der letzten Folge unter anderem auf dem Dach angefangen, eine Farm anzubauen. Und, beziehungsweise Pflanzen auf der Farm anzubauen. Und, genau. Wir haben jetzt gesagt, wir machen uns mal auf den Weg, denn wir brauchen langsam mal eine Farm für Eisen und generell für so ein paar Rohstoffe. Deswegen würde ich sagen, schwingen uns direkt mal hier aufs Bike und fahren wir einfach mal kurz aus der Stadt raus. Wir können auf der Tour vielleicht auch nochmal direkt ein paar Eier mitnehmen. Dann können wir wieder schön Speck mit Eiern machen. Und genau, machen wahrscheinlich so eine kleine Nachttour / Wanderung. Dann gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen plündern. Und schau mal. Das wäre ganz cool, wenn wir hier direkt schon mal irgendwie was finden würden. Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass hier sowieso ein POI. Das heißt, hier wird schon mal nichts sein, außer ein paar Zombies. Dann aber hier raus irgendwo. Person Gas Store. Okay, wo haben wir denn nochmal die ganzen Rohstoffe gefunden gehabt? Ja, wobei hier ist halt, das ist noch komplett in der Stadt drin, ne? Ich glaube, wir werden ein paar Meter radeln müssen dafür. Dann müssen wir halt vereinzelt größere Abbautouren machen. Aber ja, es geht ja, sobald wir das Minibike haben. Hä? Was ist denn hier? Okay. Wahrscheinlich ein kleiner Generierungsfehler. Oder auch nicht. Ein kleines Schlagloch. Na? Bist du tot? Nee, bist du nicht. Jetzt aber. Ah, hier. Eisen. Perfekt. Kann man direkt mal schon mal markieren. Vielleicht machen wir schon mal... Ja, guck mal. Nice. Verhindern. Dann können wir die hier direkt schon mal aufmachen. Eisen ist ja sowieso mit das Ding, was wir gerade brauchen. Zack. Muss ich gleich mal gucken, was wieder der Block ist, den wir hier brauchen. Wo es wieder in die Tiefe geht. Ich finde das ja immer wieder so ganz geil. Alles runterschlagen bis auf den letzten Schlag und dann zack, zack, zack und zack. Ich weiß nicht, ich finde das immer ganz cool so zu machen. Dann heißt es erstmal zusammenreißen und dann hat man die große Freude und kriegt dann das ganze Material und die Blöcke fliegen weg und dann geht das für einen Moment richtig schnell und dann heißt es wieder arbeiten und wieder abbauen. Ich glaube, wir gehen einfach hier runter. Weil es ist ja eigentlich egal. Ich muss auf jeden Fall mal ein paar Leitern machen. Und natürlich eine Falltür. Wie heißt die? Ach so, Klappe. Leider. Mach einfach mal 10. Ich bin gerade sogar im Überlegen. Aber das. Nee, scheiß drauf. Ich habe gerade überlegt, ob wir. Einfach 2 Leitern machen. Also so. Hier und hier eine. Dass wir einen breiten Aufgang haben. Aber ich denke, das ist egal. Weil wir später sowieso wahrscheinlich Platzmangel haben. Aber langsam wird es auch ungemütlich hier. Oh, warte mal. Da laufen wieder einiges an XP rum. Na, du da hinten magst du auch kommen. Das ist eine ganze Horde schon wieder. Oh. Overkill. Ja, dann kommt mal her, Big Mamas. Hey! Die ist tot und die auch. Sehr schön. Gab wieder ein bisschen XP. Ich werde jetzt auch direkt schon mal, bevor wir gleich überrascht werden sollten, wo habe ich denn jetzt hier? Werde ich direkt mal das Ding jetzt zumachen. Und ich muss natürlich noch markieren. Wegpunkt speichern. Was nehmen wir denn hier? Die Höhle. Eisen. So. Genau, machen wir das Ding jetzt zu. Und dann die Klappe dran. Die machen wir, genau, die machen wir hier hin. Das passt.
Wobei ich gerade überlegen würde. Warte, nimm nochmal gerade weg. Ich glaube, ich müsste die eins höher setzen. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Das ist neu. Warte mal. Das heißt... Ja, okay. Das finde ich super nice. Das finde ich mega. Ich hoffe, das ist bei den Toren auch so. Und dann ist das eine der großen Sachen, die ich mir gewünscht habe. Weil das nämlich super nervig ist, wenn du niemals siehst, in welche Richtung das jetzt gebaut wird. Das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Änderung. So. Okay. Sagen, wir bauen jetzt einfach mal hier so ein paar Minütchen, 10 Minütchen oder so ab. Ich hatte ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass ja manche von euch geschrieben haben, dass ihr die Bau- oder Abbaufolgen, diese Mining-Folgen auch mal ganz nett findet. Irgendwann im Verlauf der letzten Staffel. Und wie gesagt, das machen wir dann auch. Dann bauen wir hier ein bisschen was ab und dann schauen wir mal. Also mit dem Eisen auf jeden Fall die Spikes ausbauen, das wird ein ganz großes Thema. Da werden wir richtig viel investieren müssen. Eigentlich wäre es ja auch sinnvoll irgendwo, wenn ich die Farm theoretisch, ach die Farm, die Schmiede theoretisch auch in so eine Mine setzen würde. Rein theoretisch. Nee, das ist okay. Ah, jetzt kommt da Klopfen. Die blöde Sau. Raus aus meiner Mine! Gute Nacht. Was soll das? Lass mich in Ruhe. So. Bauen wir direkt aus, dass wir das nicht abbauen. Wobei, brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Das müsste ja auch so gehen. Weil ja Leiter an Leiter hängt. Aber wir haben echt schon fett viel Eisen, würde ich sagen. Also dafür, dass wir gerade losgelegt haben. Wir sind gut geskillt, aber das ist ein bisschen nervig. Das jetzt ist das auch noch feraler. Das Leuchten in deine Augen. So. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zum Dauerthema hier. Dass die ganze Zeit die Zombies vorbeikommen. Oh. Ja, wie gesagt, hier fände ich es noch ganz cool, wenn man irgendwie, wie man es halt auch, jetzt wollte ich gerade überlegen, ist das bei Minecraft? Doch, ist bei Minecraft der Fall, dass du so einen ganz leichten Rahmen hast, wenn du abbaust, dass du siehst, welcher Block das ist. Weil, wenn wir zum Beispiel so einen schönen Gang in die Erde machen wollen würden und die Blöcke ja nicht rund sind, weil ich ja nach wie vor super geil finde, dass das Update kam, in in Alpha 11 oder was war das? Oder wahrscheinlich vorher noch. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du wirklich gerade Gänge und sowas mal machen willst. So aus dem Nichts. Oder vielleicht gleichmäßige schräge Gänge ist natürlich dann auch nicht so einfach. Hallo. So. Du lebst ja noch. Ich meine, wenn du brav bist, darfst du mir auch helfen beim Abbau, aber so nicht. Wieso gibt es eigentlich keine Zombies, die man sich zähmen kann? Oder die man handlungsunfähig macht und für irgendwelche einfachen Aufgaben nutzt? Da fällt mir gerade Conan Exiles an. Da konntest du doch so Sklaven fangen, die dann für dich gearbeitet haben. Und ich habe Hunger. Natürlich habe ich Hunger. So, wir haben jetzt... Ja. Das ist schon ordentlich. Wie viel kriegen wir denn pro Schlag? Ja. Das ist gar nicht so wenig. Ja, ich guck mal, wir machen vielleicht bis 3 oder sogar die 6000 noch voll. Ich denke, das sollte in den nächsten Minuten der Fall sein, dass wir da hinkommen. Wobei, die Ausdauer ist jetzt natürlich das Thema. Das ist, was uns da ein bisschen da entgegenwirkt. Weil wir jetzt natürlich auch Hunger haben. Ja, ich glaube, wir machen bis 3000. Dann passt das. Und dann machen wir demnächst weiter.
So. Sollen wir vielleicht nach Hause gehen, eine Kleinigkeit essen. Und dann brauchen wir aber auf jeden Fall noch ein bisschen, eigentlich brauchen wir noch Nitrat. Können wir gleich noch vielleicht beim Rausgehen eine Tour machen. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch Lehm. Lehm brauchen wir ja die ganze Zeit. Müssen wir auch noch mal ein bisschen was besorgen. Ich habe kein Zeugs mit, ne? Level 5. Hä? Krass. Level 35. Das ist halt schon ein fetter Unterschied. Wenn ich mal zurück überlege an die letzte Staffel. Wo wir, wie gesagt, auf dem zweitschwierigsten Schwierigkeitsgrad gespielt haben und jetzt wieder eins runtergegangen sind. Ist das schon ein Unterschied, finde ich. Ich meine, vielleicht haben wir auch einfach diesmal mehr Glück, weil wir nicht so viele Hunde haben und so. Und relativ früh eine Waffe. Aber so im Verhältnis läuft das richtig gut. Und ich sag das mal nicht, aber das ist natürlich auch ein bisschen anders. Halt eben dadurch, dass wir den Fall jetzt nicht hatten mit den Vierbeinern. Nichtsdestotrotz fürchte ich den Tag, wenn irgendwann nochmal so eine Horde kommen sollte. Wobei, ja, mit der AK und der Pistole fühle ich mich schon wohl. Allein mit der Pistole schon. Außer es kommt ein Bär. So, wir haben 9000 voll. Das reicht erstmal. Wir haben die Mine aufgemacht. Und stehen schon mal ganz gut da. Mit einer ganz schönen Portion Eisen. Das wäre jetzt noch super nice, wenn hier direkt Nitrat wäre. Mal schauen, wie sah das überhaupt aus? Da hat man nichts gesehen, ne, auf der Minimap. Oder? Mal schauen. Wieso kann ich mir nicht ein Rasenmäher holen? Da fahre ich einmal hier durch und sammle dann die ganzen Pflanzen ein. Und kriege ganz viele Samen daraus. Schade, aber da oben sind aber noch zwei. Ach, komm schon. Hallo. Guten Tag. So. Haben wir wieder unsere Ruhe hier. Ah ja, radeln durch den Wald. Mitten in der Nacht. Na gut. Gucken wir mal nicht so sehr nach Nester. Wir brauchen Zeug. Ja, wobei, da ist noch eins. Ha! Mit einem Ei. Perfekt. So. Da hinten rennt wieder ein Zombie rum. Den sieht man direkt. Ist aber auch weniger geworden, ne? Nitrat und Co. Sauber. Mitnehmen, was geht. Nochmal wieder ein Nest. Das grab ich jetzt einfach nochmal. Komm. Oh. Was, wir haben, was ist das? Silberkuppen. Ah, den kann ich auch noch mitnehmen, den Baumstumpf hier. Und der hat auch echt gut lang gehalten, die 5er. Wobei, stimmt, die macht ja natürlich auch noch viel aus, ne? Mit dem, dass wir so gut vorangekommen sind mit den Materialien. Was haben wir denn hier? Das ist doch Blei, ne? Blei, nice. Blei frei. Wir können speichern. Blei. Machen wir aber nicht jetzt. Das ist nicht das, was wir suchen. Das kommt noch. Ja, komm her. So nicht, Mingyong. Da ist auch wieder Eisen. Achso, ich wollte doch mal gucken. Hoppala. Ich wollte doch mal gucken. Eisen ist jetzt da. Das müsste jetzt das Braune da sein, ne? Genau, das ist das Eisen. Dann ist wahrscheinlich das Blaue. Kann ich mir vorstellen. Ist... Ich speichere das mal gerade. Komm, warte mal. Kann ja nicht schaden. Ich kann mir vorstellen, dass das Blaue dann... da ist jetzt natürlich der Wegpunkt drauf. Aber das ist, glaube ich, da sieht man es. Das ist, glaube ich, dann Blei. Weil das gibt es auch recht häufig. Oha, hier sind ja ganz viele Baumstümpfe. Warum sind hier so viele? Was soll das? Ist hier ein
ein Sägewerk in der Nähe. Nice, Honig. Na? Oha. Dieser Knüppel. Hier war noch einer, ne? Da. Oder ist das wieder ein anderer? Okay. Ich dachte, der kommt auf uns zu. Da ist noch einer. Uah. Zu früh geschlagen, viel zu früh. So, Nitrat. Hier ist wieder Blei. Machen wir direkt Blei 2. Ja, komm. Ich habe das wahrscheinlich bald schon wieder vergessen, dass das Blei ist. Und das sieht aus wie Nitrat. Yo, das ist nice. Da ist Nitrat. Wegpunkt speichern. Jo. War auf jeden Fall weiß. Haben wir auch noch nicht wirklich gefunden, oder? Hier ist noch Nitrat. Okay, komm, nehmen wir uns auch hier gerade noch schnell ein bisschen was mit. Muss ja jetzt nicht die Welt sein, aber wenigstens gerade ein paar Blöckchen, dass wir hier schon mal die Grundlage für die Mine haben. Weil es macht ja jetzt nicht so viel Sinn, groß jetzt abzubauen, wenn uns die Ausdauer die ganze Zeit ausgeht. So, einmal gehen wir noch runter und dann setze ich da einfach schon mal die grundlegenden Blöcke hin. Hä? Was war das denn? Leiter brauchen wir dann schon mal 2. Oh, das ging jetzt auch zügig. Gut, da haben wir schon mal die Grundlage. Dann holen wir uns gerade hier da schon mal. Guck mal, haben wir 800 schon rausgeholt. Das ist schon mal ganz nice. Und dann machen wir das einfach hier hin. Zack, zack, zack. Achso, ich habe es jetzt einfach gesetzt. War aber Gott sei Dank auch richtig. Ja, und das geht wieder bis oben hin. So, sauber. Farm steht. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Wir haben Hunger und Durst. Und ja, komm, ich nehme gerade hier noch ein paar mit. Hier. Kriegen wir auch so schön viel raus gerade. Falsch. Warte, hier, nimm den. Oh, hat funktioniert. Nice. Und da liegt die Beute. Zack. So. Nacht ist so gut wie rum. Und wir düsen jetzt mal schnell heim. Achso. Ich dachte gerade, das wäre ein nicht fertiger oder kaputter Block. So, wenn ich jetzt noch einen finde, dann haben wir, glaube ich, 50 voll. Ah, fast. Nehmen wir 55 mit. So. Auf Rädchen und dann los geht's. Und dann gucke ich mal, wenn wir zu Hause sind, was das Minibike kostet überhaupt. Vielleicht können wir das ja sogar schon machen. Also den Bauplan haben wir auf jeden Fall, den haben wir freigeschaltet, das weiß ich noch. Aber die Ressourcen, das ist die Frage. Was ist denn das? Warum leuchtet das so? Ich dachte gerade, hier wäre Wasser. Oder Schnee. Der Winter naht. Ah, okay.
Auf nach Hause. Diesmal können wir zur Quest fahren. Das ist das Praktische. So. Ja, ist doch schön. Kleine Nachtfahrt gemacht. Mit Farming. Ich müsste vielleicht Spikes einfach um die... und auf die Blöcke setzen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Weil manchmal hörst du die ja auch nicht. So, ein paar hundert Meter noch. Paul's Pay Lake. Ach, hi. Moin. Guten Tag. Habe ich dich geweckt? Ah, ich glaube schon. Ich gehe einfach mal weiter. Oder fahre mal weiter. Ist das Haus eigentlich nebenan im Bau? Das sieht so ein bisschen aus, als wäre es im Bau. Ich weiß gar nicht, ob wir da sogar schon mal drin waren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wieso fahre ich eigentlich hier lang? Egal. Oh ja, jetzt haben wir ja schon wieder Tagesanbruch. Home Sweet Home. War doch gar nicht so verkehrt, da rumzufahren. So, okay. Gehen wir mal rein. Ich muss mal gerade kurz beseitigen. Glaube ich. Wo ist denn der? Hört sich so nah an. Das ist eine Schlange. Ja, perfekt. So, haben wir auch wieder eine ganz angenehme Portion Fleisch am Start. Das kommt wieder dahin und dann gehen wir den Kram mal wegbringen. Ich muss vielleicht auf den Rückseiten oder so auch noch Eingänge machen. Dass ich nicht immer ganz außen rumrennen muss. Gut. Das Auto hier muss noch weg. Das da, mal gucken. Und dann gibt es erstmal fest mal so. Hier. Ja, und sowas. Dann machen wir mal roten Tee. Was fehlt mir denn für? Nix. Wieso zeigt er mir den denn nicht? Okay, ungefähr 30 Minuten. Das ist ganz schön lange. Warum dauert das so lang? Achso, wegen Skills wahrscheinlich. Weil ich da ja gar nicht geskillt bin in dieser Staffel. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Also ich habe jetzt gerade nicht so das Bedürfnis, dass wir das machen müssen. Schauen wir mal. Diese Tür. So, dann schauen wir nochmal gerade schnell wegen dem Minibike. Nee, die kannst du hier lassen. Ich nehme das mal gerade raus. Das kann ja hier schon mal einschmelzen. Mach du mal. Hier machen wir die 60 voll. Und hier, das wird, glaube ich, so die Schmiedekiste. Und Werkzeug gerade. Das hier ist verkauft, das hier ist auch unten. Dann brauchen wir hier gerade nochmal. Wo habe ich es denn jetzt? Hier. Was brauchen wir denn noch? Farm. Das verrottete Fleisch und. Achso, Holz war das andere. Okay, das haben wir ja sowieso. Verrottetes Fleisch müssen wir, glaube ich. Ne, hier haben wir es. 51! Das hört sich gut an. Das hört sich verdammt gut an. Machen wir eine Runde 50. Und den Rest schmeißen wir hier wieder rein. So. Achso. Ja, mach mal rein. Geschmiedetes Eisen. Kannst du noch mal ein paar machen?
Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wie viele Frames haben wir denn hier nochmal verbaut? Spikes haben wir denn nochmal verbaut? Das waren 300 oder so, ne? Eieiei. Das ist ein bisschen was. Das wird schmerzhaft. So, jetzt kommt wieder die große Frage. Händlerkiste. Habe ich keine. Mache ich hier hin. Und da brauchen wir auch keine große für, da reicht ja die locker aus. Und die schwebt natürlich ein bisschen weg, das ist auch kacke. Ach, ich mach die jetzt hier rein, komm. Wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ich den mal suche, dann in die Kommentare schreiben, dass das da ist. Und dann mach ich wieder Bescheid. Ich weiß nämlich auf jeden Fall, dass ich das vergessen werde. Irgendwann. Oder ich habe Glück und es prägt sich direkt ein, aber ich glaube nicht. Weil wir gerade auch nicht so viel verkaufen. Achso, das ist, ja, nee. Das mal. Gut. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Haben jetzt eine Handvoll Farmen. Das ist schon mal viel wert. Beziehungsweise Farmen und Minen. Und da müssen wir mal gucken. Dann gehen wir, glaube ich, einfach in der nächsten Folge früh morgens rüber zum Nachbarn. Looten da mal ein bisschen durch. Achso, das war der Rahmen. Ja, und dann ne? Gucken wir mal, wie der Nachbar so wohnt. Und die Zombies, die da drin hausen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Wir sind wieder am Ende einer Folge. Heute ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, ein bisschen mit Farm aufziehen, Nachtwanderung. Aber muss natürlich auch sein. Ist ja auch ein wichtiger Bestandteil in 7 Days to Die. Und dann bedanke ich mich wie immer ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nice, wir haben so einen großen Fernseher. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.